Jo, servus liebe Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video im Dezember. Heute sind wir mal wieder in FIFA 21 auf der PS5 und wir haben heute ein kleines, aber feines Video. Ich werde heute den Serge Gnabry nämlich abschließen. Das ist das, was wir heute machen wollen und dann werden wir noch die Vorbesteller-Packs öffnen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ihr wisst ja, ich bin großer Bayern-Fan, von daher muss ich die Bayern-SBC von Serge Gnabry auf jeden Fall machen. Die einzige SBC, die ich bisher nicht gemacht habe, war Lewandowski, weil ich da genau weiß, er bekommt im Januar ein Team of the Year. Von daher hätte es jetzt nicht so viel Sinn gemacht, die für 400k zu machen, weil ich da viel mehr in Bundesliga-Packs investieren möchte. Serge Gnabry will ich aber auf jeden Fall machen. 88 Pace, wir haben 85 Schuss. 88 Pass, 89 Dribbling, 4 Sterne, 4 Sterne. Und ganz wichtig, er ist ZOM, also Positionsumwandlung ist hier am Start. Und ja, alleine wegen dieser Positionsumwandlung muss ich ihn eigentlich machen, weil das uns nochmal fürs Teambuilding dann ein paar neue Möglichkeiten ermöglicht und er einfach mehr Pace hat, was bei ihm das größte Manko bisher war. 88 Tempo ist dann schon okay, 95 Antritt, wie ihr hier sehen könnt. Also, die Karte ist mittlerweile sehr, sehr gut, glaube ich, und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut spielbar. Wir werden die dann auch in den nächsten Tagen und Wochen mal ein bisschen ausgiebiger testen. So, jetzt würde ich aber sagen, wir starten rein in die SBC. Let's go. Ich habe die beiden SBCs schon vorbereitet. Wir brauchen ein 84er-Team mit einem FC Bayern-Spieler für einen Prime-Goldspieler. Sind klein, also ein halbes 45k-Pack, nicht so besonders gut. Und ein Bundesligaspieler in einem 86er-Team mit 60 Chemie. Hier gibt es ein seltenes gemischtes Spielerset, also auch nicht so wirklich gut. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob die tradable sind. Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, ein bisschen Glück sind die sogar tradable, werden wir dann gleich sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die erste Challenge. Das ist das Team, was ich hier abgeben werde. Ja, fast alles gekauft. Ein paar Spiele hatte ich im Verein schon als untradables. Von daher, ja, ist eine relativ günstige Variante für dieses erste Team. Und das geben wir so ab, würde ich mal sagen. Weg damit. Und ja, damit kommen wir dann auch schon zur zweiten Challenge. Ja, kommen wir zur zweiten Challenge. 86er Team mit einem Bundesligaspieler. So sieht das Ganze jetzt mal bei mir aus. Ich habe hier sehr, sehr viele Untrades-Karten. Untrades-Karten wahrscheinlich. Untrade-Karten reingepackt. Alba ist Untrade. Die drei roten Foot Champions Torhüter brauche ich auch nicht. Wir haben einen Saul, der auch untauschbar First Owner ist. Wir haben Kramaric, mit dem ich 48 Spiele meistens in Squad Battles gespielt habe. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil der wird dann durch Gnabry ersetzt. Und ja, für den habe ich dann auch keine Verwendung mehr. Wird sicherlich auch bald bessere Karten von ihm geben. Von daher können wir den auch verschicken und Gnabry selbst verschicken wir, einfach weil er günstig war damals, 6400 Coins habe ich für ihn bezahlt. Und wir ihn dann im Bayern-Team eh nicht mehr spielen können, wenn wir seine bessere Karte haben, von daher können wir ihn abgeben. Und ja, mein Ter Stegen aus meinem Main-Team gebe ich ab, den muss ich dann wieder nachkaufen. Hier fehlt auf jeden Fall noch Gulaschi, den haben wir im ersten Team schon mal verschickt. Den muss ich nochmal schnell reinpacken und dann steht das Team auf jeden Fall. Piqué musste ich noch kaufen für 29.000. Das war eigentlich die einzige größere Investition, die ich hier tätigen musste für diese ganze SBC. Von daher würde ich sagen, wir schicken das Team ab, holen uns das seltene Spieler-Pack. Gnabry, Ter Stegen, Lopez, okay, die fliegen alle raus aus unseren Teams. Das ist in Ordnung. Und wir schließen die SBC ab. Und haben die erste Bayern SBC bzw. die erste richtige Bayern SBC auf meinem Account hier abgeschlossen, nämlich Gnabry, Lewandowski habe ich ja nicht gemacht. Und ja, da schauen wir uns mal die Karte an. Da kommt er reingelaufen. Let's go. Ich bin echt gespannt, wie die Karte sich spielen lässt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus von den Werten her. Und ich muss mal gucken, wie ich den in mein Team integrieren kann. Das wird auf jeden Fall dann auch noch der nächste Schritt sein. So, kommen wir zu den beiden Packs von der Gnabry SBC. Wir fangen an mit dem Prime Goldspieler Pack Klein. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Walkout ziehen können. Sieht erstmal nicht danach aus. Hier erstmal ein 81er Malos. Okay. Das ist nicht so prickelnd. Ist noch was dahinter? Nee, ist nix. Und die sind tradable, okay.
Das ist nicht schlecht. Also wenn wir da jetzt was Brauchbares ziehen, wäre das ganz gut auf jeden Fall. Würde ich nicht nein sagen. Komm schon, gönn. Ah, schade. Kein Walkout. Das dürfte eine Libertadores-Karte werden. Genau. Salvio 81er. Noch was dahinter? Nö, gar nichts. Von daher, ja, stoßen wir die Spiele ab, würde ich sagen, und kommen zu den Vorbesteller-Packs. Ja, kommen wir zu den Vorbesteller-Packs und wie ihr seht, habe ich mal wieder 4 Stück bekommen. Ich weiß nicht, warum ich aktuell jede Woche 4 Stück davon bekomme. Normalerweise bekommt man ja 2, vielleicht weil ich auf PS4 und PS5 einen Account habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bekomme ich immer jetzt 4 Stück, nehme ich natürlich gerne. Kann in den nächsten Wochen so weitergehen, würde ich mal sagen. Und ja, wir gucken mal, ob die uns mal was gönnen. Die letzten Wochen haben sie nichts gegönnt. Aber vielleicht ja mal jetzt. Ein neues Freeze-Team ist aktuell in Packs. Wäre mal ganz schön, vielleicht mal eine brauchbare Karte wieder zu ziehen. Das letzte Mal, als ich es gesagt habe, kam Ronaldo. Von daher, ja, wir hoffen einfach mal ein bisschen. Ich will wahrscheinlich nicht mehr zu viel, oder ich kann nicht mehr zu viel erwarten, nachdem wir jetzt Ronaldo haben. Da wird jetzt wahrscheinlich erstmal wieder eine Durststrecke kommen, nehme ich mal an. Und auch hier nichts. Auch hier im zweiten Pack Ronier 80er von Marseille, alles klar. Gut, auch nichts Besonderes dahinter. Wobei Gelson Martins, Tominay können wir vielleicht noch behalten für irgendwelche SBCs. Ansonsten. Ja, kommen wir zu den eigentlichen Vorbesteller-Packs. Ne, die anderen haben natürlich auch Vorbesteller-Packs, aber ich weiß nicht, warum ich 4 bekomme. Vielleicht jetzt, komm. Gönn uns doppelte Chance. Aber ja, doppelte Chance auf schlechte Spieler, wie es aussieht. Davies, 80er Rating. Gut, da kann nicht viel dahinter sein. Ein Laie-Pack, let's go. Den Marcos, hauen wir weg. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack für das heutige Video. Ja, hoffen wir mal. Drücken wir mal die Daumen, dass hier noch was kommt. Bitte, bitte, bitte. Yay. Nee, kein Walkout. Gehen wir vielleicht mal ins Stadion. Nee, auch nicht. Oder doch? Doch, doch, doch. Es ist aber leider nur Aranguiz. Gut, 83er. Ja, hätte besser sein können auf jeden Fall. Shaqiri, Costa, Martinez dahinter, Choreo 5 Dortmund stoßen wir ab. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr, sehr freuen über euren Support. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video vom Jules Sam oder im nächsten Stream. Ich glaube, es könnte morgen vielleicht sogar nochmal ein Stream kommen, müssen wir schauen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein.